Effects Element 3D Version 2. Ein sehr interessantes kleines Tool bei Element 3D Version 2 ist das sogenannte Scale Tool. Das ist eine hochinteressante Geschichte. Wir schauen uns die einfach mal an, gehen in die Effekte rein und legen Element mal auf eine Farbfläche, gehen in das Scene Setup. Wir haben ja jetzt ein neues User Interface. Da gibt es ein paar so kleine versteckte, ja, wie soll man sagen, Schmankerl, wie man in Bayern sagt. Und eins davon ist das Scale Tool. Das Scale Tool befindet sich hier. Skalieren, ja. Vielleicht nimmt man da überhaupt keine Notiz von. Wenn man jetzt die ganze Zeit mit Element gearbeitet hat, dann sieht man diese ganzen Buttons vielleicht auch nicht. Aber das Scale-Tool macht Folgendes, das was es sagt. Ich kann jedes beliebige Objekt, was ich hier reinsetze, über dieses Scale-Tool skalieren. Ja? Also alles, was ich hier in dieser Box oder meine ganzen 3D-Elemente, also nicht nur jetzt wie hier zum Beispiel eine Ebene, sondern ich kann zum Beispiel auch, was haben wir denn hier alles? Ein Halloween-Pack haben wir hier noch, zum Beispiel diesen Kürbis. Ja, auch den kann ich skalieren, ja, in alle Richtungen. Das heißt, ich kann mir die Modelle so zurechtlegen, wie ich das will. Ob das jetzt bei diesen Objekten Sinn macht, ist natürlich fraglich. Aber wo es mit Sicherheit Sinn macht, ist in der Version 1. Da gibt es ein paar so Primitives, die kann ich alle dann dementsprechend zurechtlegen. Das Schöne bei der ganzen Geschichte ist, wenn ich das Ganze also hier skaliere, zum Beispiel mir aus einem Quadrat, einem Würfel, sowas mache, dann kann ich, wenn ich auf OK gehe und dann in der normalen Ansicht bin, in der Gruppe 1 über den Particle Look ganz einfach die Particle Size XYZ animieren. Das heißt, machen wir mal eine Kamera hier, damit wir das ein bisschen drehen können, ohne dass wir uns da verrenken müssen. Ja, wenn ich das mal so drehe und ein bisschen hier das Ganze angucke, dann kann man also, wenn man dann wieder hier reingeht, also das dann auch so wieder animieren, also auch skalieren in alle Richtungen. Ja. Das ergibt natürlich jetzt völlig neue Möglichkeiten in der Animation, denn wenn ich jedes Objekt, das ich habe, jetzt dann auch skalieren kann, das betrifft ja dann auch Texte zum Beispiel, die ich transformiert habe, dann kann ich natürlich sehr schöne Animationen machen. Man denke nur an den wunderschönen Effekt, wenn irgendwas ins Bild reinkommt und dann kann ich also das Ganze neigen, biegen mit dem Biegetool, das es ja jetzt gibt. Und natürlich auch dann die Skalierung dementsprechend einstellen. Also auch wieder ein hervorragendes Teil. Das gefällt mir so nicht. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich viel zu weit draußen hier. Oder zu weit drin. Kann man sich das gar nicht so richtig schön anschauen. So, also nochmal hier. Also skalieren in alle Richtungen. Und natürlich animierbar. Das heißt, also ich kann hier wunderschöne Animationen machen. Über die Zeitleiste hinweg. Und mir meine Animation so zurechtlegen, wie ich das gerne hätte. Rendern tut das Ding wie die Feuerwehr. Ja, also je nachdem, wo man wohnt und ob die Feuerwehr schnell ist. Aber der Vergleich, glaube ich, mit der Feuerwehr, der trifft es ganz gut. Super Geschichte, Skalieren-Tool, ausprobieren. Viel Spaß dabei.